Sonny! Du, die Leute warten. Auf nichts kann man sich heutzutage mehr verlassen. Nicht einmal darauf, dass die künstliche Intelligenz von irgendeinem Roboter die eigenen Review-Duties übernimmt. Wobei gut, zugegeben, wenn der sich dann ähnlich an die Asimovschen Gesetze hält wie seine Kollegen in iRobot, dann bin ich ehrlich gesagt verhältnismäßig relativ froh, wenn ich selber hier sitzen und schlechte Witze reißen darf. Aber ganz ehrlich, manchmal kommen einfach Roboter auf uns zu. Die sind, sagen wir mal, ein bisschen bösartig. Nennen wir sie Terminatoren. Manchmal allerdings kommen dann auch welche daher, die sind einfach irgendwie schnuckelig. Wie beispielsweise Nummer 5. In dem Kultklassiker Nummer 5 lebt der jetzt von Nameless Media in einer Mediabook-Neuauflage veröffentlicht wurde. Und Neuauflage ist in diesem Fall übrigens direkt und wortwörtlich zu nehmen. Bei der enthaltenen Blu-ray-Disc handelt es sich um ein 1:1 Repack der alten deutschen Blu-ray von Splendid aus dem Jahr 2011. Interessante Details über den Film Nummer 5 lebt sind beispielsweise, dass der Film in derselben kleinen Stadt in Oregon gedreht wurde wie die beiden Kultfilme Die Goonies und Kindergarten Cop. Außerdem finde ich es relativ cool, dass die Laserkanone, die Nummer 5 eingebaut hat, genau denselben Soundeffekt macht wie die Proton Pack aus Ghostbusters, beziehungsweise dass Stephanie und Nummer 5 in einer Szene zu einem Lied aus dem Film Saturday Night Fever tanzen, was auch ein weiterer Film ist, den uns der Regisseur John Badham serviert hat. Und ganz ehrlich, die Filmografie von John Badham durchdenken ist alles andere als Nomen est Omen. Nein, ein einziger Regisseur hat jetzt einmal abgesehen davon, dass er an großartigen Serien wie Die Straßen von San Francisco und so weiter mitgearbeitet hat, hat uns Filme serviert wie War Games, wie eben Nummer 5 lebt, Auf die harte Tür, Codename Nina, Die Abservierer aka Stakeout, Drop Zone mit Wesley Snipes, den lustigen Ivo Knievo Film mit wie hieß er, George Eads aus CSI und so weiter. Er hat wirklich einige richtig coole Dinge in seiner Filmografie drinnen und eben auch Nummer 5 lebt, um den es heute geht. Und eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, wenn es um diesen Film geht, ist die Tatsache, dass wir ja heutzutage schon ein bisschen, wie kann man sagen, eine gebildetere Ansicht von rassistischen Stereotypen haben und davon, dass es vielleicht nicht ganz so toll ist, mit diesen Stereotypen zu arbeiten. Damals in Hollywood war das natürlich noch ein bisschen anders. Da hat sich dann einfach ein Darsteller im Gesicht anmalen, einen Fake-Bart, und die ganze Zeit so sprechen können und war dann plötzlich ein Inder. Und das tut ihm heutzutage übrigens auch relativ leid, aber die Geschichte, die ich davon relativ witzig fand, ist, dass man in Indien damals ursprünglich tatsächlich gar nicht einmal böse war wegen der Darstellung, sondern dass man einfach geglaubt hatte, dass Fisher Stevens, derjenige, der eben Ben in dem Film spielt, tatsächlich ein echter Bollywood-Schauspieler mit dem Namen Javed Jeffrey ist, weil der zur damaligen Zeit zwar erst einen Film in Bollywood gedreht hat, aber Fisher Stevens wirklich zum Verwechseln ähnlich schaut. Und da gab es anfangs ein bisschen Verwirrung, bis dann Jeffrey wirklich ein paar Mal gesagt hat, ich war das nicht. Und dann gab es aber in der Zwischenzeit auch schon einige Aussprachen eben mit Fisher Stevens, wo er in Interviews gesagt hat, dass er auch mittlerweile der Meinung ist, dass das ein bisschen cringe-worthy ist, was damals gedreht wurde und dass man das heutzutage natürlich anders machen würde. Aber ganz ehrlich, das würde ich heutzutage anders machen, ist so ziemlich auch der Leitsatz, den ich mir denke, wenn ich irgendeines von meinen alten Videos sehe. Anyways, ich freue mich, dass ihr trotzdem auch heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check, denn wir schauen uns jetzt einmal die Mediabooks von Nameless zu Nummer 5 lebt an. Und für die, die jetzt wirklich gut aufgepasst haben, ja, ich sagte Mediabooks, denn auch von Nummer 5 lebt, hat Nameless Ende Dezember natürlich nicht nur ein Mediabook, sondern gleich mehrere verschiedene veröffentlicht. Das Mediabook mit dem Cover A ist ein absolut großartiges Motiv, dessen Großartigkeit sich, finde ich, auf den ersten Blick gar nicht einmal so entfalten kann. Kleine Schmetterlings-Reference, weil
es sich dabei nicht um einfach ein Bild oder ein Foto von Nummer 5 handelt, sondern wirklich um eine Zeichnung, die absolut großartig und meisterhaft gemacht wurde. Wunderschönes Teil, limitiert übrigens auf 222 Stück und eine der mittlerweile recht seltenen Auflagen zu dem Film, weil beispielsweise bei meinem Partnershop Pretz Media ist das Ding schon ausverkauft. Dann gibt's noch das Cover B. Ebenfalls ein absolut brillantes, gezeichnetes Motiv zu dem Film, was meiner Meinung nach einerseits wirklich die schöne Message des Films verkörpert, andererseits aber auch ein wirklich einfach nur großartiges Bild ist. Auch das limitiert auf 222 Stück, das allerdings noch erhältlich. Dann, zu guter Letzt, gibt's noch das Cover C, das, Verzeihung, erinnert ein bisschen an das alte deutsche Kinoplakatmotiv, beziehungsweise das internationale Kinoplakat, was ja mehr oder weniger dasselbe Motiv war, wurde allerdings natürlich in diesen Retro-Rahmen eingearbeitet, beziehungsweise auch mit einigen anderen Verfremdungseffekten retroesk aufbereitet, hat Nameless, finde ich, auch diesmal wieder recht gut hinbekommen und auch davon gibt es dann 222 Stück. Außerdem gibt es noch die Büste, jetzt wollte ich schon fast Cover D sagen, die Büste ebenfalls limitiert auf 222 Stück und ebenfalls tatsächlich mit einem eigenen Mediabook an Bord. Dabei hat man nicht eines der von den anderen Mediabooks bereits bekannten Cover genommen, nein, hier gibt es exklusiv in der Büstenedition tatsächlich das Mediabook mit dem original deutschen Kinoplakatmotiv. Ebenfalls eben limitiert auf 222 Stück, aber dazu dann noch eine ca. 30 cm hohe Büste von Nummer 5, die ich leider noch nicht in person gesehen habe, die aber auf den ersten Videos und Fotos, die ich davon gesehen habe, wirklich absolut großartig aussieht und übrigens ebenfalls bei Pretz Media bereits ausverkauft ist, also falls sich jemand für diese Büste interessiert, würde ich empfehlen, schnell zu sein. Und schnell sein ist ja etwas, das kann ich relativ gut, ansonsten würde ich es ja kaum schaffen, in den ersten 7 Minuten von diesem Video bereits gefühlte 37 A4 Seiten Text in eure Richtung zu rotzen. Nein, wir werden uns jetzt einmal relativ schnell an eines dieser 4 Mediabooks machen, nämlich an das, was ich dankenswerterweise von Nameless für dieses Review als Rezensionsmuster zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und das war mein persönliches Wunschcover, auch wenn ich persönlich das Cover A in dem Fall auch großartig finde, geht für mich im Fall von Nummer 5 lebt nichts über das wunderschöne, gezeichnete Cover B. Und das möchte ich mir mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check mal näher anschauen. Moi, ist das süß! Und ganz ehrlich, was ich noch mehr liebe als gezeichnete Cover-Artworks, sind innovative gezeichnete Cover-Artworks. Und da zählt dieses Front-Cover-Artwork zu Nummer 5 lebt definitiv dazu. Wir sehen im Hintergrund einen Panzer, der offensichtlich das tun möchte, was Panzer normalerweise tun. Immerhin gehen auch einige Soldaten im Entenmarsch hinter ihm her. Aber im Vordergrund sieht man ebenfalls einen wirklich großartig gezeichneten, inklusive der Rillen im Inneren, Lauf von einer Waffe, derer sich aber Nummer 5 gerade annehmen möchte, indem er da eine Blume hineinsteckt. Das ist ein absolut cooles Motiv, das eben einerseits die Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Freundlichkeit des Films und seiner Message finde ich absolut hervorragend verkörpert, aber was auch einfach nur ein geiles Bild ist und außerdem von dem Zeichner, der sich für dieses Artwork verantwortlich zeigt, einfach nur absolut brillant gezeichnet. Wenn wir uns dieses Artwork jetzt mal wirklich aus der Nähe anschauen, dann sehen wir, dass quasi jeder einzelne Grashalm wirklich hervorragend detailliert und schattiert dargestellt wird. Alleine wie toll der Himmel und die verschiedenen Wolkenformationen da gezeigt werden. Alleine wie hervorragend metallisch und mechanisch dieser Gewehrlauf beziehungsweise eben auch der Arm von Nummer 5 aussehen, das ist freaking brillant. Das ist ohne Frage eines der schönsten Mediabooks, die ich in der letzten Zeit in der Hand hatte und tatsächlich sehr, sehr schade, dass ich dieses Mediabook jetzt erst im Jänner 2020 bekommen habe, sonst hätte ich es definitiv irgendwo auf meine Liste der schönsten Mediabooks 2019 gesetzt. Außerdem finde ich auch an diesem Mediabook Frontcover absolut großartig, wie Nameless einfach immer wieder absolut kompetent mit diesem Partial Gloss Finish arbeitet, weil auch hier natürlich aufgelegt wieder der Filmtitel damit veredelt wurde, aber eben sonst genau die
Aktion, die im Vordergrund stattfindet, der Gewehrlauf mit der Hand und mit der Blume, das sorgt einfach dafür, dass durch diesen Partial Gloss gerade diese Elemente noch etwas sattere und kräftigere Farben bekommen und sich damit einfach noch wirklich schöner vom restlichen Bild abheben, was in meinen Augen einfach phänomenal genial aussieht. Wechseln wir mal über den Spine, auch hier beim Filmtitel der Partial Gloss Effekt, dann geht's natürlich weiter zum Backcover. Auch hier für den Filmtitel bzw. die drei Aushangfotos ein Partial Gloss Effekt verwendet. Beziehungsweise dann, sagen wir mal, ein Bild von Nummer 5 an seinem Bad Cable Day. Außerdem bekommen wir natürlich auf dem Backcover die Inhaltsangabe zum Film, einzelne Informationen, Cast and Crew Details, sowie die technischen Informationen rund um diesen Release. Und nachdem es sich bei dieser Blu-ray um einen Repack von der Splendid Blu-ray aus dem Jahr 2011 handelt, ist auch eine Trailer-Show der einzige Bonus auf dieser Disc, inklusive übrigens einem bald im Kino-Trailer für My Big Fat Greek Wedding. Schade ist, dass man damals das Bonusmaterial der amerikanischen Version nicht übernommen hat. Da gab es nämlich noch 4 Minuten am Behind-the-Scenes. Ein 7-minütiges Special über The Creation of Number 5, einige Interviews mit Cast and Crew, sowie einen Audiokommentar mit John Badham, S.S. Wilson und Brent Maddock, der wahrscheinlich sehr, sehr interessant gewesen wäre, aber eben leider auf der deutschen Disc fehlt. Wechseln wir jetzt einmal ins Innere des Mediabooks. Da finden wir auf der linken Seite, finde ich, ein absolut cooles Bild von Nummer 5 und auf der rechten Seite auf der DVD dann ein alternatives Motiv, das quasi der Szene nachempfunden ist, die wir hier bei meinem Mediabook mit dem Cover B auch als Frontcover gesehen haben. Ebenfalls großartig finde ich eben die Szene mit Nummer 5 und Stephanie, die als durchgehendes Innenartwork hier verwendet wurde. Auch eigentlich interessant, dass man sich bei dem Innenartwork von diesem Mediabook ganz bewusst für so einen verschmutzten Look entschieden hat. Da sind einfach irgendwelche Haare eingeschlossen in das Artwork. Man sieht einfach Staubkörner und sonstigen Grind, übersetzt gesagt, der das Motiv hier etwas undeutlicher erscheinen lässt, ist aber in diesem Fall, im Gegensatz zu einigen anderen Mediabooks, die ich hier schon ausgepackt habe, ganz eindeutig als bewusst eingesetztes Stilmittel zu werten. Immerhin sind dieselben Verfremdungseffekte nicht nur auf dem Front- und dem Backcover vom Booklet ebenfalls zu sehen, sondern auch durchgehend im ganzen Booklet. Und nachdem uns Nummer 5 hier auf dem Frontcover vom Booklet wirklich derartig schnuckelig einlädt, dass wir einmal durch sein Booklet durchblättern, finde ich, machen wir das Ganze auch. Da wartet ein wirklich informativer und sehr gut recherchierter Text von Wolfgang Brunner auf uns, der von Nameless wieder einmal hervorragend für dieses Mediabook-Booklet aufbereitet und gestaltet wurde. Wir bekommen ein bisschen eine Abhandlung über die Geschichte der künstlichen Intelligenz, über Roboter im Film allgemein und natürlich dann auch über einige Personen, die an diesem Film mitgewirkt haben, beziehungsweise allgemeine Informationen und ein bisschen Trivia. Meiner Meinung nach absolut perfekt gemixt und gewürzt und absolut hervorragend zusammengestellt und gestaltet, sodass mir persönlich dieses Booklet insgesamt wirklich, wirklich gut gefällt und das ganze Mediabook einfach nur geil aussieht. Gedreht wurde Short Circuit, so der englische Originaltitel von Nummer 5 lebt, bereits im Jahr 1986. Das heißt, nach Adam Riese hat der Film mittlerweile knappe 35 Jahre auf dem Buckel. Eine interessante Information, wenn gleich auch ein bisschen eine belanglose. Immerhin wurde der Film jetzt für diesen neuen Blu-ray-Release von Nameless nicht neu abgetastet, sondern man hat einfach die alte deutsche Blu-ray von Splendid, die bereits im Jahr 2011 erstellt wurde, gerepackt. Sprich, kein neuer Transfer, sondern derselbe, den wir bereits seit knapp 10 Jahren gewohnt sind. Trotzdem habt ihr euch in der jüngsten Vergangenheit von mir auch bei Repack-Reviews immer gewünscht, dass es eine Slideshow mit Screenshots aus dem HD-Transfer gibt und ich euch ein bisschen was über die Bildqualität erzähle und deswegen mache ich das natürlich auch. Deswegen möchte ich auch diesmal darauf hinweisen, dass alle Bilder, die ihr jetzt in der folgenden Slideshow seht, natürlich alle von mir selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet wurden, dass ich die Bilder allerdings sehr wohl abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste und dass die Bilder natürlich für das 4K-Video ein bisschen vergrößert wurden, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen können.
Persönlich bin ich mit der Bildqualität des deutschen HD-Transfers von Short Circuit eigentlich durchaus zufrieden. Womöglich könnte man mit modernsten Möglichkeiten bei einer erneuten Abtastung noch etwas mehr aus dem Ausgangsmaterial herausholen, aber ganz besonderen Bedarf daran sehe ich beim Anschauen der Blu-ray definitiv nicht. Das Bild wirkt scharf, das Bild wirkt durchgehend detailreich, die Farben machen einen kräftigen und natürlichen Eindruck. Auch der Kontrast kann helle und dunkle Bildbereiche hervorragend balancieren. Die leichte Körnung des Filmmaterials, die sich durch dezente Unruhen im Hintergrund bemerkbar macht, nimmt zu keiner Zeit störende Ausmaße an und sorgt im Gegensatz dazu eigentlich nur dafür, dass der Transfer einen angenehmen film-liken Look hat. Ein kleines bisschen digital wirkt der Transfer allerdings auch, beziehungsweise in ganz feinen Strukturen könnte man bei genauestem Hinsehen bei Standbildern ganz, ganz leichte Block- und Artefaktbildung feststellen. Immerhin misst der Film fast 100 Minuten und hat nur 16,6 GB auf der Blu-ray zur Verfügung gestellt. Aber das ist wirklich nichts, was einem beim Anschauen des Films in Bewegung auch nur ansatzweise auffallen kann. Da macht der Film auf jeden Fall einen sehr, sehr angenehmen Eindruck, bietet ein hervorragendes HD-Bild und nur weil mich beim ersten Unpacking von diesem Mediabook jemand darauf angesprochen hat, dass das Gerücht kursiert, es solle Stellen geben, die bei der alten deutschen Blu-ray asynchron sind. Ich habe darauf geachtet beim Anschauen des Films mit der deutschen Synchro, diesmal ausnahmsweise, und mir persönlich wären keine asynchronen Stellen aufgefallen. Für den Fall, dass ihr dazu zusätzliche Informationen habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das unter dieses Review in die Kommentare schreibt. Insgesamt kann man mit der Blu-ray-Neuauflage, die uns Nameless von Nummer 5 lebt, jetzt serviert hat, meiner Meinung nach mehr als nur zufrieden sein. Man bekommt zwar nur die alte, bekannte Blu-ray von Splendid, die bietet meiner Meinung nach aber trotzdem ansprechende HD-Qualität, aber halt leider kein nennenswertes Bonusmaterial. Dafür bekommt man mit den Mediabooks von Nameless jetzt absolut grenzgeniale Cover-Artworks. Ich liebe das wunderschön gezeichnete Cover A, das gezeichnete Cover B ist grenzgenial und sogar für die Collector's Edition hat man sich ein cooles Retro-Motiv einfallen lassen. Die größte Büsten-Edition, die größte Krönung für diesen Release ist allerdings eben die bereits erwähnte Büstenfassung, die einerseits ein exklusives Mediabook mit dem alten deutschen Kinoplakatmotiv enthält, andererseits aber eben eine 30 cm hohe Nummer 5 Büste, die mir auf den ersten Live-Fotos, die ich gesehen habe, wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und wo ihr, wenn ihr Interesse an dieser Edition habt, definitiv schnell sein solltet. Bei Pretz Media ist nämlich sowohl das Cover A vom Mediabook als auch die Büste bereits ausverkauft. Das hier vorgestellte Cover B gibt's noch. Falls euch persönlich optisch ein anderes Mediabook mehr zusagt, könnt ihr natürlich bedenkenlos zu dem greifen, weil mit Ausnahme von dem anderen Cover Artwork sind alle Mediabook-Versionen, die uns Nameless jetzt von Nummer 5 lebt, serviert natürlich inhaltsgleich. Die einzige Ausnahme stellt die Büste dar, die man sich natürlich als Fan von coolen Büsten und vor allem von den Nameless-Büsten definitiv auch in die Sammlung holen kann.